So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Diesmal wieder auf Ragnarok mit all meinen übertriebenen Kreaturen. Und der ist immer noch nicht ausgewachsen. Gut, der Server war ja auch gestoppt, von daher geht das ja auch schlecht. So, wir wollen was aus. Ich will mal was gucken. Du so tolltes. Okay, das ist soweit. Ah, der ist direkt hier vorne nach Haustür. Das ist gut. Und der nicht. Okay. Das heißt, hier vorne ist direkt einer. Ich will mal ausprobieren. Wo ist der jetzt? 1469. Okay. 1469. Ach, ah ja, stimmt. Ich habe ja nur installiert. Die Karte ist wieder weg. So, wir haben... Darts habe ich, glaube ich, noch genug. 147, das wird reichen. Braucht das Ding jetzt schon schwarze Perlen? Ich weiß, eigentlich wollten wir ja, wollte ich das hier weiterbauen, aber... Nee. Schwarze Perlen, komm, schwarze Perlen. Müsste irgendwo schwarze Perlen haben. Wahrscheinlich ein Transformator hier. Habe ich normale Perlen? Habe ich keine schwarzen Perlen? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass ich keine schwarzen Perlen habe. Du schwarze Perlen? Nee. Du sowieso nicht. Okay, fängt schon wieder gut an. Ich hatte das in Erinnerung, dass ich schwarze Perlen hatte. Vielleicht hier drin? Ah ja, nehmen wir mal die Hälfte mit. Ich denke, die wird reich, das wird reichen. Na komm, wir nehmen alle mit. Ich wiege noch nicht so viel, also so. Und da wird den... Ich glaube, die Dinger kann man unter Wasser abfeuern. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. So, mal ein mega Vieh hier. Nein, so beeindruckend ist das Ding nicht. Die Dinger sind enttäuschend. Hallo, was machst du? Hier geht's gut. Killermaschine. So. Und dich nehmen wir mit. Machen wir das nochmal. Genau, ich muss das mal hier daran gewöhnen, was die Kreaturen alles können. So. Und ab unter Wasser. Ich habe natürlich jetzt keine Taucherbrille. Aber so geht's. Ich weiß gar nicht, wie viel Damage machen die Kreaturen nochmal. Alter, ich habe diese großen Zahlen irgendwie vermisst. So, über 5, 14, 69 war das. So, irgendwie habe ich das Ding schneller in Erinnerung, aber nun gut, was soll's. 1469, das müsste... Boah. Ich würde sagen, das ist hier und der Wolf ist auch wieder da am Rumbrüllen. So. 1469, bin ich denn so blöd gerade? Nee. 14 ist nicht die Rechnung, okay. Es passt alles. Passt alles. Gut. Wir sind auch wieder alles. Ach, ist das schön. Endlich mal wieder hier zu sein. Coole Farbe. So, jetzt sind wir richtig. Das ist ein normaler Mauser. Dann noch mehr. So, ich sehe gar nichts mehr. So, jetzt sehe ich mir doch wieder etwas. Ja, gehen wir erst nach 69 und dann. Also hier irgendwo müsste er sein.
Soll. Jetzt muss ich natürlich. Der kann noch nicht so weit. Doch, da ist er. Das ist ein Exemplar. Hoppala. Hatte ich nicht irgendwie Fernglas und so? Hatte ich nicht ein Fernglas? Zusatzsattel. Ja, wo habe ich den her? Hatte ich nicht sowas wie ein Fernglas? Ach so, ja, das hatte ich auch. Und zwar als Skin. So, da haben wir es doch. Kann ich zufälligerweise. Bin mir natürlich jetzt nicht so sicher. Ich will mal auf Passiv stellen. Wir sind bestimmt schnell. So. Okay, geht nicht. Tatsächlich nicht. Dachte echt, man könnte die unter Wasser einsetzen, aber dann muss ich das mich damit begnügen. Oder kann ich zufälligerweise die Pfeile hier drauf packen? Nein. Muss man rechnen. Was zum Henker ist denn hier los? Ich glaube, wir machen mal ein Bild davon, von dem Ganzen. Sieht irgendwie voll lustig aus. Mach das mal bitte weg. Das war mit Tintenfisch dabei. Bitte lass mich wieder sehen. Ach, du Kacke. Die haben schon ganz schön. Naja. Damage gemacht ist so eine Sache, ne? Da ist noch einer. 560. Das ist der Partnerbonus. Scheiße. Ich weiß, dass man die irgendwie. Glaube ich zumindest. Ah, es sind zwei Akkro. Nein, dann die Quallen. Fallen denn irgendwie anders aus? Ach, ist es dann noch so einer? Ich glaube, ich mache den erstmal platt. Warum sieht der besser aus? Schon wieder einer von der Seite. Mich doch in Ruhe. Na, boah, anstrengend. So, das. Ah, ich habe getroffen. Also von so aus hier, vom Tier aus kann ich das nicht machen. Okay, ich muss also ein bisschen. Okay, 24.000. Das. Ach, das sind schon wieder jede Menge von der Sorte. Dann klärst du das. Ach, der Hai geht mir jetzt auf den Sack. Diese kleinen Dinger gehen mir noch mehr aus dem Sack.
So. Er kann mich nicht greifen, okay. So, ach, jetzt habe ich die Ammonite wieder im Arsch, ey. Muss aber mich. So, jetzt habe ich wieder jede Menge Zeit. Da kommen sie schon wieder. Ah! Das ist so nervig. Da, jetzt kommen die nächsten schon wieder. Die Ammoniten sind aber echt lästig, das muss man ja sagen. Die sollen ruhig mal herkommen. Die sollen herkommen. Soll mich in Ruhe lassen, die Ammoniten. Ja, das sprüht ein Zeug woanders. So. So. Ist das schon wieder eine Ammonite? Ich glaub's nicht. Ah. Alter, was ist denn hier los? Müssen die Ammoniten unbedingt da sein? Machen es jetzt nicht gerade leichter für mich. Na toll, jetzt habe ich den falschen Ammoniter abgeknallt. Wenn die Ammoniten einmal in Ruhe lassen, so, komm her. So. So, 29.000. Kann eine Weile dauern. Gegen wen kämpfst du denn? Die Ammoniten immer noch hinter mir her? Nein. Was kämpft er da? Was hat er denn da im Schnabel? Okay, betäubt. Betäubt und warum ich die schwarzen Perlen auf die letzte Taste gelegt habe, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der frisst. Wahrscheinlich brauche ich das sogar nicht. Ich könnte aber einfach das nehmen, wahrscheinlich. Wunderbar. Bla bla bla. Wir haben einen guten Sattel. Schon 70 Stück drin. Was hat er denn für Werte? 200.000 schon mal. Komm mal mit. So, mit. Ja, er kommt mit. Ich weiß nicht, ob das die beste. Ach, immun. Bin ich immun dagegen? Warum ist er so langsam, ey? Hallo? Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das Viech wirklich so langsam ist. Ob sich das gelohnt hat. Der ist nicht gerade schnell. Also wenn er gleich levelt, dann auf jeden Fall auch mal auf. Movement Speed ist doch schon so schnell. Warum kommt er mir so langsam vor? Es gibt keinen Grund dafür. So. Ah, hier sind wieder jede Menge von der Sorte. Ah, kommt die nächsten. 17.000.
Charaktertechnik gerade ein Level up gehabt. Ah, also 20 Stück. Mach mal ein bisschen Movement Speed. Und ein bisschen davon. So. Na also, das ist doch mal eine schöne Geschwindigkeit. Muss ich gucken, wo habe ich meinen Pikmatz gelassen? Ja, wo habe ich ihn erst hingepackt? Toll. Jetzt sieht man ja wieder gar nichts. Wo habe ich ihn jetzt geparkt? Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Boah. Das ist jetzt irgendwie nicht so gut. Konnte ich nicht irgendwie herausfinden, wo mein Tier ist? Das ist jetzt. Da. Tempest, komm mit. Wir gehen nach Hause. Hallo? Kann auf dem Tier die Karte nicht öffnen? Was ist das denn so? Dann gehen wir nach oben. Ja, das ist eine schöne Geschwindigkeit, wirklich. Ob es jetzt wirklich gelohnt hat, sei mal dahingestellt. So viel Schaden macht er jetzt nicht gerade. Aber gut, es ist auch kein. Lass mal ein bisschen um. Hier ist noch so ein. Ah, das ist ein Prime Tattoo. Meine Güte, das hat doch. Prime-Sachen. Ja, 18 Stück. Feuern wir alles hier drauf. Jetzt haben wir 400.000. Aber die Regeneration von den Kreaturen ist ja zum Glück so riesen. Na, also, ach, da bist du. So, deswegen wollte ich. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach du Scheiße, da habe ich doch noch einen Weiten. Der sieht aber cool aus. Hm. 24.000, oh, das geht. Ist noch irgendein Superspeed oder so? Nee. So, irgendwie ist er, glaube ich, genauso wie ein normaler Toso. Hat jetzt keine besonderen Fähigkeiten oder so. Also, außer zumindest habe ich das jetzt so gesehen, sehe ich das jetzt nur so. Genauso stupide. Sieht cool aus. Ja. Na komm. So, ein bisschen mehr Damage könnte vertragen. So. Und dann noch so. Wir übertreiben es total. Achso, der ist oben. Und folgen haben wir wieder. Naja, nichts Weltbewegendes. Ne, irgendwie kann der Toso leider nichts Besonderes. Ich meine, außer dass der jetzt mega stark ist, aber ich glaube, es. Ein stinknormaler Moser, ey.
Oh, das, aber der stinknormale Moser hat aber mal eben 2000 Damage gemacht. Das ist natürlich auch nicht ohne. So sieht's schön aus. Schön klar. Was ist denn für ein Ding? So ein Zombie? Ist doch ein Zombie. Wie zicht das? Das Vieh sieht irgendwie voll cool aus. Da. Das geht mir langsam. Da liegt langsam auf den Sack, sage ich mal so. Auch die Ammoniten. Hab gerade kurz rausgetippt. Bild jetzt aber nicht dunkel geworden. So. Eine Minute. Ich kann meine Karte nicht öffnen. Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Muss ein Bug sein. Oder das haben die extra geändert? Ja, Punkte werden mit Leben voll. So. Achso, da geht's lang. Also weg. So. Noch einer von der Sorte. So. Mann. Bleib an. So. So. Boah, ist das ätzend. Meine Güte. Steuerung ist echt. Ich glaube, die Steuerung. Ich glaube, ich habe ihn zu schnell gemacht. Die Steuerung ist irgendwie schlimmer als. Die Steuerung ist jetzt noch schlimmer als vorher. So. So. Was ist das eigentlich für eine tolle Farbe hier? Gucken wir uns dann gleich mal an. Wir haben ein Duo gezählt. Ach du Scheiße. Ein pinker. Habe ich hier zufälligerweise das Oster-Event noch aktiv? Ich glaube, man konnte. Alter, was haben die ganzen. Boah. Na toll. Sagt ihr mal, das soll dahin. Schwebt mal dahin. Okay. Danke. Ich hole dich gleich ab. Keine von meiner, oder? Definitiv nicht. Das ist so eine Sache mit dem Wassergehegen, Wassertieren. Sobald man die hat, werden die ständig angegriffen. Man muss ein Gehege unter Wasser bauen. Boah, das ist so aufwendig. Ja, ich glaube. Bin hier. Ich komme hier nicht weiter. Hier ist Endstation für mich. Ach, geh mir nicht auf den Sack, schreibt Ammoniten. Hatte ich nicht ein Plesio? Oder ist das Plesio auch gestorben?
Ah, ich glaube, hier kann ich gut parken, oder? Du solltest mal dort bleiben. Komm, gib den Namen. So. Ein bisschen tiefer müsste der sein. So. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Gucken wir mal. Soll ich den. Ich mach den Sattel mal kurz ab. Einfach nur, damit es schöner aussieht. Ja. Naja, der hat schon ordentlichen Boost bekommen. So, machen wir mal ein paar Screenshots. Ah, bitte ohne Hände. Ich hasse es mit Händen. So, und jetzt hat das Spiel aufgegangen. Nein, hat es nicht. Okay, ich denke mal, eins ist ein gutes Bild dabei. Ich will es hoffen. So, zack. Und ich habe hier gesagt, den parken wir nochmal halt hier. Hui. Ach, guck mal, da ist der Diplodocus, den ich auch noch nichts gemacht habe. Arsch, weil er mich 5 Millionen Mal umgebracht hat. So. So, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich hier, genau, Tempest. So. Ach, ist das schön. Oh, mit diesen ganzen Kreaturen. Okay. Wir haben 27, das ist gut. Was brauche ich irgendetwas Besonderes? Ich habe gar keinen Plan mehr davon. Wie kann ich die Karte öffnen? Kann ich die Wasserkarte vorbei auf den hier unter Wasser öffnen? Das ist jetzt die Frage. Was hat eigentlich dafür ein kleines. Ach ja, den habe ich ja auch noch. Hihi, mein Lieber. Ich bin sogar zichtbar. Wollen wir auf den zweiten Reaper suchen? Das ist doch die Gelegenheit, ne? Dauert das wieder 100 Jahre? Boah. Das ist ein Männchen, ne? Ich brauche ein Weibchen, also. Also, ob ein Geschlecht hat, heißt, dass man kann sie paaren. Ich glaube, es steht sogar in der Anvil. Ja, da müsste das sogar drin stehen. Ja, man sind züchtbar. Ich bin echt mal gespannt. Dann suchen wir uns doch mal ein Weibchen. Ich denke mir, eine weibliche sieht einfach so schön aus. Vielleicht finde ich ja noch eine schöne. Der ist einfach so geil. Er ist nicht die stärkste Kreatur, aber er sieht einfach so geil aus. Ich liebe ihn. So. Und wir holen uns wieder ein. Zack. So, wir brauchen etwas Schnelles. So was wie ein Greif wäre ganz vom Vorteil. Hatte ich nicht einen Greifen? Wo ist mein Riesen? Ich meine, gut, ich kann auch die Argentavis nehmen. Das die richtige? Ja, ich denke mal schon. Na, gucken wir mal. In der Wüste findet man ja immer welche. Ein Weibchen wäre gut. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege ein Weibchen. Hätte doch was, oder? Ach du Scheiße, ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt hier nicht wieder ab. Boah, diesen. Ist das ein Mikroraptor oder ein Archaeopteryx? Ach, das ist diese Art von Archaeopteryx, die man. Wer ist ein Dinger? Ist er weg. Clodichius. Das muss sein, ne? Ist hier irgendwie noch ein Event aktiv, von dem ich nichts mehr weiß? Rockdrakes, ja, mit Rockdrakes sind auch sichtbar.
müssen in die Wüste. Das weiß ich. Ach toll, eine Karte bringt mir jetzt nichts. Da ich auf der Karte nicht sehe, wo die Wüste anfängt. Ah, 728, auch nicht schlecht. Kann ich jetzt, glaube ich, das wieder hier drauf packen. Keine Ahnung. Da packe ich hier das Teil drauf. Kriegt ja keinen Hunger mehr. Naja. Ja, 350. Ich glaube, jetzt ist die richtige Angetabes, weil die den starken Sattel hat. Ein Luftdreckei. So. Und wir fliegen und fliegen und ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht gleich wieder ab. Das wäre sehr fatal. Nein, ich bin so schnell. Ich bin unglaublich schnell. Die Wüste. Machen wir es wieder so. Ich denke, die kriegen wir noch. Die kriegen wir noch platt. Da hinten sind wieder diese Scheiße. Die Truthähne sind total OP. Eine Tatsache, dass sie 3 Millionen Leben haben. So. Ja, 32 Minuten haben wir schon. Dann gucken wir mal, ob wir eine Queen finden. Ich hätte endlich nachgucken können mit den Dings hier. Ah, Corrupted Viecher. Ich will eine Karkinos haben. Monogam. So, ich guck mal da, wo meine alte Falle war. Die sieht echt cool aus. Ich weiß gar nicht, was ich in der Zwischenzeit. Warum sind die alles so bunt? Ich meine, die sind generell hier bunt, aber habe ich noch ein Event aktiv oder? Naja, ich glaube, das müsste ich nachgucken, aber ich glaube, ich habe kein Event aktiv. Ach, oh, der ist ja mal schnuckelig. Der ist ja schnuckelig. Ohne 280. Okay, ist noch nicht abgestürzt. Überlegen, wo die Queen war. Also, wo die Queen war. Das klingt jetzt so, als ob das. Ob ich genau wüsste, an welchem Punkt das eine Queen wäre. Mal gucken, in welchen Bereichen. Boah. Leider nicht. Oh. Hallo, Brotmutter. Sind völlig harmlos. Aber cool aus. Das ist so eine Riesenschnecke da dran. Ich wusste nicht, dass ich die tragen kann. Das ist sehr interessant. Spieler geht auch. Okay. War das schon immer so? Ich meine, mit den Spinos. Ja, Spinos, ach nee, doch, Spinos ging. Aber was nicht. Ist das nicht. Das klingt doch schon nach so einer Reaper Queen hier in der Nähe. Du weißt, ja, das Geräusch. Das ist eine Reaper Queen.
Irgendwo muss eine. Wo ist die denn? Da! Da ist nur ein normaler Reaper Spawner. Muss ja sagen, das Geräusch. Das kennst du doch. Ist ein Dodo. Gute Rex, Entschuldigung. Dodo ist nicht ganz so gefährlich. Du bist. Oh. Welches Level? 500, ja. Sehr stark, aber nicht stark genug. Ist das eine Eule? Ja. Okay. Ist noch nicht der Megalosaurus hier. Warum schläft er dort? Da ist eine. Ist das eine Queen? Geht das auch nicht mit einer Queen? Ah, wenn dann ein Reaper Spawner. Ich wüsste jetzt aber, dass eine Queen wäre, wie cool. Normaler Glyphen? Ist ein normaler Glyphen. Hallo. Conflank Rent. Oder wie auch immer. Normale Glyphen. Irgendwo hier muss doch mehr eine sein. Rex. Okay. Da hinten ist noch einer, der sieht auch cool aus. Freundliche Gatter. Ich glaube, ich verschwende hier meine Zeit. Was ist denn da so schnell? Das ist ein Mega-Baryonyx. Aha, das war's. Ja, die normalen Karkinos, die ich ja gerade schon mal gesehen habe, die kann ich tragen. Ach du Scheiße, was ist denn hier für ein Karambola? Warte mal, das war noch ein Twig, ne? Ja, das war ein Twig. Primal-Dinger kann ich nicht tragen. Und sie sind aber leider genauso zu zählen. Nee. Jetzt wird es auch schon wieder nebelig und ich sehe jetzt schon wieder nicht, wo irgendetwas ist. Gucken, dann fliegen wir nochmal die Gegend hier ab und suchen unsere Loot Crates. Ist das ein Tech-Raptor? Ein Corrupted Raptor. Was ist ein Tech?
Split-Dinger. Ah, Fire-Wands. Die sind gehen am meisten auf den Piss. Gut. Ich würde sagen, da wir hier keine Lieferqueen jetzt gerade gefunden haben, waren das gerade echt normal. Ach, der Element mit Titan. Der tut ja nichts, der ist ja harmlos. Ah, guck mal, der Swarm. Nehmen wir mal mit. Heute viel zu viel. Wir sind schon mal fast gleich wieder bei 42 Minuten. Was wir pflegen. Das Ding ist eine Killermaschine. Okay. So. Ich habe noch kein Wirbeln-Ei, ne? Ne, doch, ich habe Wirbeln-Eier. Habe ich einen Wirbeln ausgebrütet? Oh, ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Gibt der noch? Bist du schon tot? Der ist schon tot. Tatsächlich, er hat sich selbst umgebracht. Nehme ich doch gerne an mich. Was für eine Tortur. Aber wie immerhin haben wir einen Tusa-Teutes. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir uns dann noch eine Reaper Queen schnappen. Dann bin ich ja schwanger. Das ist irrelevant. Dann mache ich einen Schnitt und warte wieder, bis das Baby schlüpft. Und wenn das dann also geklappt hat, ich würde sagen, dann, nachdem das Baby geschlüpft ist, habe ich ja unendlich lange Zeit, den irgendwie was zu fressen zu geben. Schmeiße ich den einfach jede Menge Futter ins Inventar. Und dann ist gut. Dann bewege ich mich erstmal wieder zurück. Am besten wäre natürlich so Level 840er. Wenn es ein Weibchen wäre, wäre es richtig geil, weil ich bin gespannt, was da rauskommt, wenn das Ding in, also imprinted, printed ist. Keine Ahnung. Ich lasse mich mal überraschen. Ist ein normaler Titano oder ist ein Zombie? Ne, ist ein normaler Titan. Ach, die sind ja, ach, hier sind ja immer 840, da brauche ich gar nicht weiter drüber nachdenken. So. Gucken wir mal. Irgendwo gibt es eine Reaper Queen. Vielleicht sogar eine 840er. Wahrscheinlich irgendwo in der Wüste. Muss es ja. Ich glaube, die spawnen auch nur in der Wüste. Ich bin mir da nicht so sicher. Oje, 45 Minuten. Das ist schon wieder viel zu lang, diese Folge hier. Mit Elefanten.
Terraverse. Mochte ich noch nie. Noch so einer von der Sorte. Irgendwie hat sie alles ein Geschlecht. Es gibt. Bisher habe ich nur eine Sache gefunden, die kein Geschlecht hat. Und das war hier dieser komische Boss, dieser menschliche Boss, diese, keine Ahnung, das Feuerfister oder wie auch immer. Wie auch immer. So, dann wieder diese, alles normale Atroplara. Ja, leg mich. Bleib da, wo du bist und alles ist gut. Kommst du zu mir, bring ich dich um. Ich finde, das ist auch eine ganz normale und verständliche Sache. So ein Megalosaurus hätte schon. Und die Morphodon hätte ich auch gerne. Alter, hier ist wieder alles voller Lagornisse. Unser guter alter Tuso. Naja. Na, gucken wir mal. So. Dann suchen wir mal. Reaper Queen. Nameless Queen. 840. Na also. Die ist, oh, im Schneegebiet. Die andere ist gar nicht mal so weit weg. Wo ist das denn? Das wird die, wie kommt die? Das machen wir noch. Dann geht das eben etwas länger. Ich habe eine Woche lang kein 28,67. 28,67. Komm. 28,67. So. In diese Richtung. Ja. Kann es sein, dass sie da in der Nähe von Redwood ist? Wenn das auch noch eine coole Farbe hat, dann. Oh, dann wäre. Das Neongrün wäre ja was. 28,67. So, kriegen wir es hin? Ja, wir klappen das. Wird in eine längere Folge. Ist auch egal. Hier irgendwo muss die Queen sein. Das ist ein Workbreak. Passt ja gleich hier. Hier oben, im Schnee. So, 28,67. Also hier irgendwo. Hier irgendwo müsste sie sein. Hässliches Schwarz. Das machen die echten Queens, glaube ich, auch. Die verschwinden auch, sobald sie dich geschwängert haben. So. Ja. Aber ich werde jetzt hier nicht noch jede Menge. Die XP werde ich jetzt offscreen machen. Oh, hier kann ich einen Platt machen, komm. Bist du. So, schon 24 Level hinzu.
Das ist doch großartig. Naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, ich level den wieder voll, bis geht nicht mehr. Und dann würde ich sagen, was ist heute? Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!